Ja, servus, liebe Kinder und Tore, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute wollen wir uns Badesalz machen. Das hat einen riesen Vorteil. Zum einen, ihr wisst selber, die Shampoos und die ganzen anderen Sachen zum Baden oder zum Duschen ist alles in Plastikflaschen. Das dümpelt irgendwann schön in unseren Weltmeeren herum und Plastikflaschen werden als Erdöl hergestellt. Und das andere ist, durch diese Shampoos und was ich, was da alles drin ist, setzen wir auch Mikroplastik frei, das wiederum in unseren Essenskreislauf landet. Das kann nicht sein. Wir machen heute ein kleines, feines Geschenk aus der Natur zum Baden, nämlich Badesalz aus absolut natürlichen Zutaten. Also zum einen haben wir hier in Israel hergestellt totes Meer Badesalz, dann dazu aus Frankreich hergestellt Lavendelöl, dann brauchen wir noch ein schönes Glas, das wir verschließen können. Und dann brauchen wir noch Lavendelblüten. Und die holen wir uns jetzt. Bevor wir loslegen, ernten wir erstmal ganz frisch den Lavendel. Wir zupfen jetzt vorsichtig die Lavendelblüten, die schon vertrocknet sind, von den Stängeln. So, als nächstes füllen wir jetzt in so ein wieder verschließbares Glas, Schraubglas oder jetzt unseres da mit dem Gummi und mit diesem tollen Henkel dran. Da füllen wir jetzt dieses tote Meersalz ein. Wie gesagt, aus Israel ist es. Und tun schon mal dazwischen ein bisschen eine Schicht von unseren Lavendelblüten reingeben. Das Ganze schon mal ein bisschen vermischen. Und dann geben wir wieder Meersalz, totes Meersalz, Entschuldigung, wieder drauf. Und wieder ein bisschen Blüten dazu. Und wie gesagt, natürlicher als das, was wir an Zutaten haben, kann es eigentlich gar nicht sein, das Ganze. Und wieder verrühren. Und ihr seht selber, es ist kinderleicht herzustellen. Und auf jeden Fall ein tolles, tolles Geschenk. So, und wieder Blüten dazu. Und wieder Meersalz drauf. Und wieder verrühren das Ganze. So, und jetzt kommt noch das Lavendelöl aus der Provence. So viel sei auch noch gesagt, sehr, sehr guter Lavendel kommt auch aus Kroatien. Hat mir zumindest ein Kroate gesagt. So, das lassen wir jetzt so in unserem Fall so um die 20 bis 30 Tropfen rein. Ich habe es bloß vergessen mitzuzählen, aber so soll er vorkommen. So, damit wir den Ganzen noch etwas mehr Duft verleihen. So, und zum... Oh, das riecht so gut, Kinder, ich sag's euch. So, und zum Schluss nehmen wir das Ganze kräftig durchrühren. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon. Also, pro Bad empfehle ich, dass man richtig sauber wird, so wie ich, ja, sauberer Kerl, 2 bis 3 Esslöffel. Pro Badewanne und dann werdet ihr wirklich schön sauber. So, jetzt machen wir mal so, zack, seht selber. Und damit das Ganze noch nicht mehr aussieht, schreiben wir mit Folienstift Badesalz auf das Ganze drauf. Vielleicht machen wir noch immer besonders künstlerisch veranlagt sind, machen wir vielleicht noch ein paar Lavendelblüten hin. So. Und so. Und hier auch noch drunter, indem wir einfach so die Tupfer dahin machen. Und dann schaut das aus wie Lavendel lebensecht. Mehr sage ich da nicht. Da auch nochmal. So, natürlicher, besser, einfacher und toller kann ein Geschenk kaum sein, so wie es wir jetzt gemacht haben. Weitere tolle Bastelideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne den YouTube-Kanal ausprobieren und ich freue mich sehr, euch zu sehen. Macht es gut, bis dahin, pfiat euch, servus, euer Olli.